Unter und hinter dem Universum von Zeit, Raum und Veränderung ist immer die substanzielle Wirklichkeit, die grundlegende Wahrheit zu finden. Das Kybalion. Substanz bedeutet das, was allen äußeren Erscheinungen zugrunde liegt. Die Essenz, die wesentliche Realität, das Ding an sich. Substanziell bedeutet tatsächlich existierend, das wesentliche Element, das Wirkliche. Realität bedeutet, der Zustand wirklich zu sein, wahr, beständig, gültig, fest, dauerhaft, tatsächlich. Unter und hinter allen äußeren Erscheinungen oder Manifestationen muss es immer eine substanzielle Realität geben. Dies ist das Gesetz. Der Mensch, der das Universum betrachtet, von dem er eine Einheit ist, sieht nichts als Veränderungen in der Materie, den Kräften und den mentalen Zuständen. Er sieht, dass nichts wirklich ist, sondern dass alles Werden und Verändern ist. Nichts steht still. Alles wird geboren, wächst, stirbt. In dem Moment, in dem eine Sache ihren Höhepunkt erreicht, beginnt sie zu sinken. Das Gesetz des Rhythmus ist ständig in Kraft. Es gibt keine Realität, keine dauerhafte Qualität, keine Festigkeit oder Substanz in irgendetwas. Nichts ist dauerhaft außer dem Wandel. Er sieht, wie sich alle Dinge aus anderen Dingen entwickeln und sich in andere Dinge auflösen. Ständige Aktion und Reaktion, Zu- und Abfluss, Aufbauen und Abreißen, Schöpfung und Zerstörung, Geburt, Wachstum und Tod. Nichts hat Bestand außer der Veränderung. Und wenn er ein denkender Mensch ist, erkennt er, dass all diese sich verändernden Dinge nur äußere Erscheinungen oder Manifestationen einer zugrunde liegenden Kraft, einer substanziellen Wirklichkeit sein müssen. Alle Denker in allen Ländern und zu allen Zeiten sind von der Notwendigkeit ausgegangen, die Existenz dieser substanziellen Wirklichkeit zu postulieren. Alle Philosophien, die diesen Namen verdienen, haben sich auf diesen Gedanken gestützt. Die Menschen haben dieser substanziellen Wirklichkeit viele Namen gegeben. Einige haben sie mit dem Begriff Gottheit unter vielen Titeln bezeichnet. Andere haben sie die unendliche und ewige Energie genannt. Wieder andere haben versucht, sie Materie zu nennen. Aber alle haben ihre Existenz anerkannt. Sie ist selbstverständlich und braucht kein Argument. In diesen Lektionen sind wir dem Beispiel einiger der größten Denker der Welt gefolgt, sowohl der alten als auch der modernen Hermetiker, und haben diese zugrunde liegende Kraft, diese substanzielle Wirklichkeit mit dem hermetischen Namen das All-Eine bezeichnet, den wir als den umfassendsten der vielen Begriffe betrachten, die der Mensch auf das anwendet, was Namen und Begriffe übersteigt. Wir akzeptieren und lehren die Ansicht der großen hermetischen Denker aller Zeiten sowie jene erleuchteten Seelen, die höhere Ebenen des Seins erreicht haben, von denen beide behaupten, dass die innere Natur des All-Einen unerkennbar ist. Das muss so sein, denn nichts außer dem Allen selbst kann seine eigene Natur und sein Wesen begreifen. Die Hermetiker glauben und lehren, dass das All-Eine an sich unerkennbar ist und immer sein muss. Sie betrachten alle Theorien, Vermutungen und Spekulationen der Theologen und Metaphysiker über die innere Natur des All-Einen nur als die kindischen Versuche sterblicher Geister, das Geheimnis des Unendlichen zu erfassen. Solche Bemühungen sind immer gescheitert und werden immer scheitern, was an der Natur der Aufgabe liegt. Jemand, der solche Nachforschungen anstellt, bewegt sich im Labyrinth des Denkens hin und her, bis er für jedes vernünftige Denken, Handeln oder Verhalten verloren ist und für die Arbeit des Lebens völlig ungeeignet ist. Er gleicht dem Eichhörnchen, das verzweifelt um das kreisende Laufrad seines Käfigs herumläuft, immer weiter reist und doch nirgendwo ankommt. Am Ende ist es ein Gefangener, der noch immer genau dort steht, wo es angefangen hat.
Und noch anmaßender sind diejenigen, die versuchen, dem All-Einen die Persönlichkeit, Qualitäten, Eigenschaften, Merkmale und Attribute von sich selbst zuzuschreiben, die dem All-Einen die menschlichen Emotionen, Gefühle und Eigenschaften zuschreiben, sogar bis hinunter zu den kleinsten Eigenschaften der Menschheit, wie Eifersucht, Anfälligkeit für Schmeicheleien und Lob, Verlangen nach Opfergaben und Anbetung und all die anderen Überbleibsel aus den Tagen der Kindheit der Rasse. Solche Vorstellungen sind erwachsenen Männern und Frauen nicht würdig und werden rasch verworfen. An dieser Stelle sollte man vielleicht erwähnen, dass wir zwischen Religion und Theologie, zwischen Philosophie und Metaphysik unterscheiden. Religion bedeutet für uns die intuitive Erkenntnis der Existenz des All-Einen und der eigenen Beziehung zu ihm, während Theologie die Versuche der Menschen bedeutet, ihm Persönlichkeit, Eigenschaften und Merkmale zuzuschreiben, ihre Theorien über seine Angelegenheiten, seinen Willen, seine Wünsche, Pläne und Entwürfe und ihre Übernahme des Amtes eines Mittlers zwischen dem All-Einen und den Menschen. Die Philosophie bedeutet für uns die Suche nach dem Wissen über das Wissbare und Denkbare, während die Metaphysik den Versuch bedeutet, die Suche über die Grenzen hinaus und in die Regionen des Unwissbaren und Undenkbaren zu tragen, und zwar mit der gleichen Tendenz wie die Theologie. Folglich bedeuten sowohl Religion als auch Philosophie für uns Dinge, die in der Wirklichkeit verwurzelt sind, während Theologie und Metaphysik wie zerbrochenes Schilfrohr erscheinen, das im Treibsand der Unwissenheit wurzelt und dem Geist oder der Seele des Menschen nichts als die unsicherste Stütze bietet. Auf jeden Fall werden Sie in diesen Lektionen sehr wenig über Theologie und Metaphysik hören. Aber obwohl die wesentliche Natur des All-Einen unbekannt ist, gibt es bestimmte Wahrheiten, die mit seiner Existenz verbunden sind und die der menschliche Verstand akzeptieren muss. Und eine Untersuchung dieser Berichte ist ein angemessener Untersuchungsgegenstand, insbesondere wenn sie mit den Berichten der Erleuchteten auf höheren Ebenen übereinstimmen. Und zu dieser Untersuchung laden wir euch jetzt ein. Das, was die grundlegende Wahrheit ist, die substanzielle Wirklichkeit, lässt sich nicht benennen. Aber die Weisen nennen es das All-Eine. Das All-Eine ist in seinem Wesen unerkennbar. Aber der Rat der Vernunft muss gastfreundlich empfangen und mit Respekt behandelt werden. Das Kybalion. Die menschliche Vernunft, deren Aussagen wir akzeptieren müssen, solange wir überhaupt denken, informiert uns wie folgt über das All-Eine, und zwar ohne den Versuch, den Schleier des Unwissbaren zu entfernen. Erstens, das All-Eine muss alles sein, was wirklich ist. Es kann nichts geben, was außerhalb des Alles existiert, sonst wäre das All-Eine nicht das All-Eine. Zweitens, das All-Eine muss unendlich sein, denn es gibt nichts anderes, was das All-Eine definieren, begrenzen oder einschränken könnte. Es muss unendlich in der Zeit sein oder ewig. Es muss immer ununterbrochen existiert haben, denn es gibt nichts anderes, das es jemals erschaffen hat, und etwas kann niemals aus dem Nichts entstehen. Und wenn es jemals nicht gewesen wäre, auch nur für einen Moment, würde es jetzt nicht sein. Es muss ununterbrochen für immer existieren, denn es gibt nichts, das es zerstören könnte. Und es kann niemals nicht sein, auch nur für einen Moment, denn etwas kann niemals zu nichts werden. Es muss unendlich im Raum sein, es muss überall sein, denn es gibt keinen Ort außerhalb des All-Einen. Es kann nicht anders als kontinuierlich im Raum sein, ohne Unterbrechung, Aufhören oder Trennung. Denn es gibt nichts, was seine Kontinuität unterbrechen oder trennen könnte und nichts, womit man die Lücken füllen könnte. Es muss in seiner Macht unendlich oder absolut sein,
denn es gibt nichts, was es begrenzen, einschränken oder zurückhalten, stören oder konditionieren könnte. Es ist keiner anderen Macht unterworfen, denn es gibt keine andere Macht. Drittens, das All-Eine muss unveränderbar sein. Das heißt, es unterliegt keiner Veränderung in seiner wirklichen Natur. Denn es gibt nichts, was es verändern könnte. Nichts, in das es sich verwandeln könnte, noch von dem es sich verändern könnte. Es kann weder etwas hinzugefügt noch abgezogen werden, weder vermehrt noch vermindert werden, noch in irgendeiner Hinsicht größer oder kleiner werden. Es muss immer das gewesen sein und immer das bleiben, was es jetzt ist. Das All-Eine, es hat nie etwas anderes gegeben, gibt es jetzt nicht und wird es nie geben, in das es sich verwandeln kann. Da das All-Eine unendlich, absolut, ewig und unveränderlich ist, muss daraus folgen, dass alles Endliche, Veränderliche, Flüchtige und Bedingte nicht das All-Eine sein kann. Und da es in der Wirklichkeit nichts außerhalb des All-Einen gibt, müssen alle endlichen Dinge in der Wirklichkeit ein Nichts sein. Lass dich jetzt nicht verwirren oder verängstigen. Wir versuchen nicht, dich unter dem Deckmantel der hermetischen Philosophie in das Gebiet der christlichen Wissenschaft zu führen. Es gibt eine Versöhnung für diesen scheinbar widersprüchlichen Zustand der Dinge. Nur Geduld. Wir werden diese Versöhnung mit der Zeit erlangen. Wir sehen um uns herum das, was man Materie nennt, die physische Grundlage für alle Formen bildet. Ist das All-Eine nur Materie? Ganz und gar nicht. Materie kann weder Leben noch Geist manifestieren. Und da Leben und Geist im Universum manifestiert sind, kann das All-Eine nicht Materie sein. Denn nichts erhebt sich höher als seine eigene Quelle. Nichts manifestiert sich jemals in einer Wirkung, die nicht in der Ursache liegt. Nichts entwickelt sich als Folge, die nicht als Vorläufer involviert ist. Und dann teilt uns die moderne Wissenschaft mit, dass es so etwas wie Materie gar nicht gibt, dass das, was wir als Materie bezeichnen, lediglich ununterbrochene Energie oder Kraft ist. Das heißt, Energie oder Kraft mit einer niedrigen Schwingungsrate. Wie ein Schriftsteller vor kurzem sagte, die Materie hat sich in ein Mysterium aufgelöst. Sogar die materielle Wissenschaft hat die Theorie der Materie aufgegeben und stützt sich jetzt auf die Grundlage der Energie. Ist das All-Eine nur Energie oder Kraft? Nicht Energie oder Kraft, wie die Materialisten diese Begriffe verwenden, denn ihre Energie und Kraft sind blinde, mechanische Dinge, ohne Leben oder Geist. Leben und Geist können sich niemals aus blinder Energie oder Kraft entwickeln, aus dem Grund, der vorhin genannt wurde. Nichts kann sich höher erheben als seine Quelle. Nichts wird entwickelt, wenn es nicht beteiligt ist. Nichts manifestiert sich in der Wirkung, wenn es nicht in der Ursache ist. Und so kann das All-Eine nicht nur Energie oder Kraft sein. Denn wenn es so wäre, dann gäbe es keine Dinge wie Leben und Geist. Und wir wissen es besser. Denn wir sind lebendig und benutzen den Geist, um genau diese Frage zu betrachten. Und so sind auch diejenigen, die behaupten, dass Energie oder Kraft alles ist. Was ist dann höher als die Materie oder Energie, von der wir wissen, dass sie im Universum existiert? Leben und Geist. Leben und Geist in all ihren verschiedenen Graden der Entfaltung. Dann, so fragt ihr, wollt ihr uns sagen, dass das All-Eine das Leben und der Geist ist? Ja und nein, ist unsere Antwort. Wenn Sie Leben und Geist meinen, wie wir armen, unbedeutenden Sterblichen sie kennen, sagen wir nein. Das All-Eine ist das nicht. Aber welche Art von Leben und Geist meinen Sie denn? Fragt ihr. Die Antwort lautet, lebender Geist, der so weit über dem steht, was die Sterblichen mit diesen Worten bezeichnen, wie Leben und Geist höher sind als mechanische Kräfte oder Materie. Unendlicher lebender Geist,
im Vergleich zu endlichem Leben und Geist. Wir meinen das, was die erleuchteten Seelen meinen, wenn sie ehrfürchtig das Wort Geist aussprechen. Das All-Eine ist der unendliche, lebendige Geist. Die Erleuchteten nennen es Geist.